Hallo Menschen, der Sisterhood of the World Bloggers Tech drehte seine Runden in der deutschsprachigen Booktube-Community und kam mit neuen Fragen von Winky Pux jetzt wieder zu mir zurück. Da sich die Fragen, wie gesagt, immer ändern, kann man den ja eigentlich auch mehrmals beantworten und darum soll es heute auch gehen. Die erste Frage möchte von mir wissen, welches meine älteste Sub-Leiche ist und warum. Ich habe ein wenig recherchiert und ich glaube, dass es dieser erste Teil der Otherlands-Serie, die Stadt der goldenen Schatten, ist. Der ist in Deutschland 2005 erschienen, da war ich 14. Ich müsste es eigentlich auch in dem Bereich gekauft haben, als es nur das Gebundene gab, denn sonst hätte ich mir, glaube ich, als Jugendlicher nicht das teure Gebundene gekauft, sondern ein Taschenbuch. Das heißt, ich müsste so vielleicht maximal 15 gewesen sein. Damit liegt das jetzt seit knapp 10 Jahren auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Ich fing diesen Roman schon einmal an, bestimmt so 200 Seiten, und mochte ihn sogar. Also es ist eine Science-Fiction-Welt mit Cyberpunk-Elementen und auch so Anleihen aus verschiedenen Mythologien. Also ich meine mich an irgendeine Art Konzil zu erinnern, wo alle Namen ägyptischer Gottheiten hatten. Viel mehr weiß ich aber auch gar nicht. Ich habe das Ganze allerdings durchaus positiv in Erinnerung und kann insofern nur schwierig beantworten, warum es denn jetzt so lange ungelesen bei mir herumliegt. Ich nehme an, das ist so der klassische Fall von: Es kam irgendetwas dazwischen und dann kam noch etwas anderes dazwischen und dann hatte ich schon einiges wieder vergessen. Es war aber auch immer noch zu frisch, um es nochmal von vorne anzufangen, und dann geschah wahrscheinlich einfach das Leben. Das heißt, ich kann es auch nicht empfehlen. Ganz im Gegenteil, ich bin immer noch daran interessiert. Es ist definitiv keines der Bücher, wo ich sage, oh, das habe ich schon 10-mal angefangen und das ist total schlecht. Aber es schimmelt da immer noch etwas vor sich herum und ich möchte auch jetzt erst mit dem Buch anfangen, wenn ich wirklich Zeit habe, um dann die ganze Serie zu lesen. Also ich habe aktuell noch ein paar Serien laufen, die ich erst beenden möchte, und dann denke ich, mache ich mich durchaus nochmal an die Otherlands-Serie. Als nächstes wird gefragt, ob ich Hardcover, Paperbacks oder Taschenbücher bevorzuge. Und auch das ist etwas schwierig. In Abständen kommt bei mir so ein absoluter Ästhet durch und ich liebe diese hübsch aufgemachten, aufwendig produzierten, gebundenen Bücher. Gerne auch alte Ausgaben, da geht mein Herz in Abständen auf. Dann wieder habe ich so minimalistische Tendenzen, wo ich mir sage, nein, es geht mir eigentlich ja um die Geschichte und ich möchte im besten Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich nur, was in dem Buch drin steckt, und ob es hübsch gemacht ist, ist mir egal, also greife ich meistens aufs Taschenbuch zurück, es soll ja nur erzählen, was da drin steckt. Das heißt, ich bin da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, der Großteil meines Bücherregals ist auf jeden Fall mit Taschenbüchern gefüllt, in Abständen muss dann aber auch mal eine schöne, gebundene Ausgabe rein. Übrigens, der dritte Begriff in der Frage Paperbacks, seid ihr auch der Meinung, dass das eigentlich der falsche Begriff ist? Ich weiß, dass in Buchhandlungen auf der Spiegel-Bestsellerliste auch immer Paperbacks als Mittelding steht. Falls damit hier solche großen Taschenbücher gemeint sind, ist meiner Meinung nach der richtige Begriff eigentlich Softcover, weil es eben kein Hardcover ist, oder das deutsche Wort eben Klappenbroschur. Falls du das meinst, Winky Books, dieses Format hasse ich abgrundtief. Ich finde, das ist absolute Geldabzockerei, denn das ist eigentlich nur ein großes Taschenbuch. Es ist genauso geleimt, es ist nicht gebunden, wir haben nichts Hochwertiges, es ist einfach nur groß, es geht genauso kaputt wie Taschenbücher, es könnte zerfleddern und dafür muss ich dann 16 Euro bezahlen oder so. Und dafür ist Metro sogar das beste Beispiel, denn der Heine Verlag hat später nochmal eine kleine Taschenbuchausgabe herausgebracht, wo Metro Teil 1 und Teil 2 gleich in einem drin sind. Und diese Taschenbuchausgabe mit beiden Teilen ist billiger als ein Teil in diesem blöden Format. Es sollte weg. Als ich angefangen habe zu lesen, gab es dieses Format noch kaum und inzwischen gibt es davon so viel und ich habe das Gefühl, es ist einfach nur dazu da, um für ein Taschenbuch, was etwas größer ist und wo der Rand etwas größer ist und die Schrift etwas auseinandergezogen ist, mehr Geld zu bezahlen als für ein Taschenbuch. Als drittes wird gefragt, wenn jemand lesen hasst, welches Buch würdest du empfehlen, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen? Zunächst einmal würde ich das überhaupt nicht versuchen. Es gibt halt Menschen, die keine Bücher mögen und das ist zwar schade, aber nicht zu ändern. Also genauso wie ich nicht möchte, dass jemand versucht, mich davon zu überzeugen, wie toll sportliche Aktivität doch ist, möchte ich dann auch jemanden nicht von Büchern überzeugen. Für die Beantwortung der Frage jetzt, sollte jemand wirklich zu mir kommen und sagen, Mensch, bis jetzt fand ich alle Bücher wirklich schlecht, empfiehl mir doch mal was.
Da gibt es definitiv keine Universalantwort. Ich denke, ich würde versuchen, über Filme heranzugehen und zu fragen, was er da mag, welche Richtung, und dann ein ähnliches Buchgenre zu empfehlen. Aber vermutlich bringt das nichts. Ich meine, manche Menschen können mit Büchern nichts anfangen. So ist das halt. Danach wird nach meinem Lieblingsbuchcover gefragt. Jetzt habe ich vor kurzem erst den Book Artist Buchkunst Tag gemacht, wo ich das und auch andere schöne Bücher mal in die Kamera halte. Deswegen zeige ich euch jetzt nicht das Schönste, sondern einfach nur ein anderes Schönes, um mal eine andere Vorliebe von mir auch zu zeigen. Denn das, was ich in dem Tag zeige, ist doch recht aufwendig, und ich mag aber auch das simple Design. Hier haben wir mal American Psycho, und ich finde das so, so schön, wie simpel das ist, da einfach nur diese Kettensäge drauf zu machen. Für diejenigen, die den Inhalt des Buches kennen, das ist auch recht passend. Es ist übrigens auch recht schön geschaltet mit dem Buchschnitt, und ich mag es, wenn eben so die Farben des Buches dann überall wiederkommen, und als simples Design einer meiner Favoriten mit. Dann wieder eine etwas schwierige Frage für mich. Welches Buch möchtest du unbedingt verfilmt sehen? Ich muss vielleicht dazu noch erklären, dass ich Filme definitiv anders konsumiere als Bücher, nämlich weitaus oberflächlicher. Also ich kann von einem Actionfilm wirklich unterhalten werden, während ich das in Buchform nie lesen würde oder zumindest wahrscheinlich nicht gut bewerten würde, da auf die Dauer eines Filmes mich auch sowas Kurzweiliges halt wirklich unterhalten kann. Insofern habe ich mich jetzt mal für die Southern Reach Trilogie entschieden. Die habe ich in letzter Zeit schon ein bisschen in die Kamera gehalten. Ich bin auch noch beim letzten Teil. Das heißt, vielleicht kommen noch ein paar Erklärungen. Aber aktuell sieht es so aus, als bleibe diese Serie eher so eine Art spannender Mystery-Thriller mit einem leichten wissenschaftlichen Hauch, was aber eben definitiv keine richtige Science-Fiction ist. Und ich denke, auf die Länge eines Filmes kann das durchaus spannend und aufregend bleiben, sodass man hier halt wirklich immer wissen will, wie es weitergeht. Es passieren auch teilweise einige Gruselmomente, wo ich mir beim Lesen halt so dachte, okay, das könnte gruselig sein, aber ich denke, im Film würde mich das vielleicht mehr packen und mich näher angehen. Also, es ist schon ein Buch, an dem ich einiges kritisieren kann, weil mir in Buchform hier zu wenige Antworten gegeben werden, aber für einen Film denke ich, wäre das wirklich unterhaltsam. Und dann folgt nur noch die letzte Frage. Sammelst du alle deine Bücher oder verschenkst bzw. verkaufst du einige nach dem Lesen? Mein erster Impuls nach dem Lesen ist durchaus erstmal das Sammeln. Das heißt, selbst Bücher, die ich nicht besonders gut fand, kommen erstmal ins Regal. Ich verschenke dann eher so nach mehreren Jahren mal Bücher. Das heißt, wenn ich merke, mein Leseverhalten hat sich wirklich verändert. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, lese ich in letzter Zeit überhaupt keine Thriller- und Horrorbücher mehr. Das letzte war vor meinem Studium, das heißt vor über 5 Jahren. Und deswegen habe ich letztes Mal so 10, 15 Bücher einfach einem Freund geschenkt, der das noch liest und der da hoffentlich mehr davon hat als ich. Ich habe zwar auch noch ein paar Titel behalten, die ich nicht unbedingt nochmal lesen möchte, die ich aber irgendwie sehr gut in Erinnerung habe, aber nach ein paar Jahren trenne ich mich dann immer von Büchern. Das braucht aber, wie gesagt, bei mir einige Zeit. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem Moby Dick gelesen, was mir überhaupt nicht gefallen hat, und trotzdem steht es erstmal im Regal. Ich habe nicht vor, es nochmal zu lesen, aber ich warte erstmal ab, bevor ich es weggebe. Verkaufen tue ich die Bücher allerdings nie. Es wäre zwar ganz nett, da irgendwie nochmal Geld zurückzukriegen, aber wenn ich mich nicht in einer totalen finanziellen Notsituation befinde, dann verschenke oder spende ich Bücher lieber an Bibliotheken bzw. an so einen Umsonstladen, den es bei uns auch gibt. Denn ich habe halt das Gefühl, dann könnte man jemandem noch eine Freude damit machen. Ich meine, ich hatte ja das Geld, als ich mir das Buch gekauft habe. Das heißt, ich habe mich nicht in Unkosten gestürzt, und wenn ich mit dem Buch nichts mehr anfangen kann, dann würde ich es lieber weitergeben, sodass da noch jemand ist, dem es eventuell gefällt. Und da brauche ich jetzt nicht irgendwie noch den letzten Cent aus diesem Buch rauszupressen. Genau, und das war auch schon der ganze Tag. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Winky Books. Ich habe mir schon ein paar Fragen ausgedacht, möchte aber erst nochmal rumgucken, wer den Tag erst vor kurzem gemacht hat, denn ja, die Fragen ändern sich, aber man möchte ja vielleicht auch nicht jede Woche dann quasi denselben Tag nochmal drehen, deswegen möchte ich mir erstmal umgucken. Für diejenigen, die ich dann tagge, gilt wie immer, ich freue mich, wenn ihr mitmacht, aber ich möchte euch auch nicht unter Druck setzen. Das heißt, falls es irgendwie gerade nicht passt, ihr keine Lust habt oder es einfach nicht im Sinne eures Kanals ist, dann fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, ihr müsst es nicht machen. Und es soll ja etwas Positives bleiben. Insofern danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut!